Auf die Plätze. Fertig. Los! Also ein Kreis. Hier so eine Linie in die Mitte. Jetzt da so ein V runter. In die Mitte und wieder runter. Hier ein Rechteck nach vorne. So, ja. Okay. Hier so runter. Was ist das? Das. So, ah. Eine Linie. Ja, okay. Jetzt hier eine Linie auf dem Rechteck. Noch eine Linie. Du machst das super, Raul. Ja. Und so. Weiter, ja. Noch hier nochmal parallel Sekunden. Dazu. Eine Minute habt ihr noch. Das ist ja der Wahnsinn. Die Brille. Ach so, ach, das ist der Schnabel. Ja, ja, okay. Ja. Ah, so jetzt langsam, die Augenbrauen. Ne? Moment, Moment. Die Augen. Die Augenbrauen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon was erkennen. Ich erkenne schon was. Hier für den der Hut. Zylinder. Jetzt eine Linie so. 45 Sekunden so. Habt ihr noch. Ach, das sieht aber ganz gut aus. Und jetzt den Backenbart, die Pupillen. Und jetzt ganz schnell den Filzstift nehmen. Du nimmst den Filzstift. Die Pupillen. Und alles nochmal nachzeichnen. Ja, klar. Noch 30 Sekunden, Endspurt. Alles nachzeichnen nochmal schön. Aber ich erkenne den Dagobert, also zumindest bei Ulrich. Ja. Hammer, Hammer, richtig gut. So, 15 Sekunden ungefähr noch, Leute. Jetzt mal Gas geben hier. Komm, Raul, Endspurt. 15. Super. Pupillen noch dazu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pupillen, 2. Ach nee, da ist das Auge. Los. Ja. Oh Gott. Wir werfen mal einen Blick auf dieses wunderbare Kunstwerk. Wir müssen es einfach mal hochnehmen. Ich nehme mal hier Ulrichs und dann, Raul, wärst du so lieb, deins mal im Vergleich daneben zu halten. Habe ich die Pupillen falsch gemacht? Ja, die darfst du noch. Ja. Guck mal, wir halten das mal gegeneinander. Okay. Oh. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Aber wir erkennen ihn, oder? Ja, ja. Das ist blöd mit den Augen. Okay, so, ist Shield, ne? Deiner Shield. Meiner ist, naja, aber hey. Deswegen trägt er auch die Brille, ne? Er ist halt etwas verwirrt. Das ist eine weitere Geldkrankheit. Oh, Mist. Schieleritis. Ja. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Super, oder? Hammer. Dankeschön. Unterschreiben noch, bitte. Genau, unterschreiben, Raul. Das ist ganz wichtig.